Jo Leute, was geht ab? Heute diesmal ohne Tim. Wir bauen uns heute ein Snowboard, weil es schneit draußen. Und das nutzen wir aus und wir sehen uns gleich beim Bauen. Wir machen es jetzt so, dass wir erstmal die Trucks, also hier die Achsen, abbauen, damit wir dann halt ohne Räder fahren können und hier dann später Klettern packen können. Ich habe jetzt schon die erste Achse raus oder auch Truck halt raus. Ja, Bennett kämpft immer noch mit der letzten Achse. Aber wir freuen uns auf jeden Fall schon, denn es schneit jetzt schön und ja, wir sehen uns dann gleich, wenn wir fertig sind mit diesem Schritt. So, das erste Technikboard oder aka auch Snowboard ist jetzt halt fertig mit den Trucks sind raus und die Schrauben liegen hier. Ja, jetzt müssen wir noch Bennett machen. Ich bin auch nicht ganz fertig. Zwei Schrauben sind wirklich schwierig rauszuziehen, aber schaffen wir. Wir benutzen dafür diesen Tech-Deck-Schlüssel. Wir können natürlich auch andere Boards benutzen, übrigens jetzt nicht Tech-Deck oder irgendwie sowas. Zum Beispiel Tim, auch von TQB halt, habt ihr auch bestimmt schon mal in den Videos gesehen. Der hat sich eins selber gebaut, aber das können wir halt nicht. Und da wir noch alte Tech-Decks hatten, die wir jetzt nicht mehr benutzen, da wir jetzt halt von Tim neue bekommen haben. Wir hatten auch als erstes die Southboards, aber die sind einfach zu wertvoll, um die zu in den Schnee zu packen. Ja, deswegen benutzen wir diese Boards und dann muss ich nochmal schnell Bennett helfen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt mit dem Schrauben fertig. Ist alles ab. Und das kommt jetzt noch als Kletter rauf, damit man das hier so rauf tun kann. Und dann kann man da mit dem Handschuh so lang machen. Und das schneiden wir jetzt kurz durch. What a wonderful world. What a wonderful world. So, jetzt haben wir das Klett in vier Stücke geschnitten. Und so kleine mit einer ganz einfachen Schere gemacht. Und das werden wir jetzt hier so mit dem Heißkleber draufkleben. Also so auf die Achse. Auf die Schrauben, wo vorher die Schrauben drin waren. Und ja, dafür benutzen wir auch einen Heißkleber. Das ist, keine Ahnung, wie der Heißkleber heißt, von Bosch. Ja, und das werden wir dann halt gleich so draufkleben. Und da seht ihr auch nochmal kurz eine Timelapse von. Das wird aber auch nicht lange dauern. Also, bis gleich. So, jetzt ist auch Bennett fertig. Ja, und jetzt gehen wir raus.
jetzt seht ihr eine kleine Edit. Wir Snowboard fahren. Bis gleich. Ciao. Das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt von uns, dann abonniert uns und drückt die Glocke, damit ihr immer jede Benachrichtigung von jedem Video bekommt. Und ja, ich wollte nochmal Dankeschön sagen an Tim von TQB auch, der uns diese zwei Fingerboards gemacht hat. Auf jeden Fall sehr korrekt. Sehr nice. Ich werde auf jeden Fall auch noch mehrere Videos von One Takes kommen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.